Das geht gar nicht, Referenzen falsch angeben. Richtig. Der IT-Sektor hat einige Probleme. Es ist sehr spezifisch, teilweise, was auch gesucht wird. Das stört mich halt so ein bisschen. Ich bin seit Jahren raus und wenn man mal guckt, so denkst du so, ach, dafür habe ich die Referenzen nie gemacht. Hier muss ich vorsichtig sein. Oh, es wurde mir nie zertifiziert irgendwo. Ich habe zwar ein paar Schulungen gemacht, im Essener Linux Hotel zum Beispiel. Ja doch, das war in Essen. Eigentlich ein ganz gutes Ding. Aber trotzdem, das ist halt auch schon wieder Jahre her. Und der Sektor, also wenn du nicht selbst viel unterwegs bist und dich fortbildest, hängst du in IT eh recht schnell zurück. Warum? Boah, manchmal laufen die so schnell. Ja, man muss immer up to date sein. Das ist genau die Sache bei mir. Ich bin seit, mein Gott. Wie alt ist der Hund? 5,5 Jahre. Bin ich raus. Deshalb so ein einfacher Level 1 Support Job, wo man sich einfach von Kunden anschreien lässt und sagt, ja, bitte beruhigen Sie sich mal, haben Sie schon mal aus- und eingeschaltet. Das kann ich bis zum Ende meiner Tage noch machen. Da würden die aber dann irgendwann sagen, sie sind dafür zu überqualifiziert. Sie werden unglücklich sein in dem Job. Das ist übrigens die beste Antwort, die man bei Bewerbungen hat. Sie haben doch hier mal Projektleitung gemacht und sowas. Und jetzt wollen sie im Level 1 Support versauern. Letztens gelesen, wie unwichtig dein Job ist, wenn du zu einer Gehaltserhöhung möchtest, aber so wichtig, wenn du einen Tag Urlaub willst. Ach so, jetzt verstehe ich, was du meinst. Wenn du mehr Geld willst, sagen die Leute, ja, nee, dein Job ist dafür nicht wichtig genug, mehr zu verdienen, aber wenn du Urlaub willst, geht das überhaupt nicht. Und wo du gerade mit deinen Zertifizieren kommst, Demon. Sarolon, wenn du bei Instant Gaming mit Affiliate Link machen willst, dann kannst du einfach entweder über den Link im Discord gehen, der da drin steht, oder du kannst den Link hier nehmen. Das sind beides Affiliate Links. Alles gut bei dir? Ja, bin beim Turm am Café Tasche. Warum? Klingst ein bisschen gestresst? Ein Kumpel von mir kennt jemanden, der Telefonkarten auf der Straße verkauft. Er meinte, Marquesa hat einem die Eier abgeschnitten, weil er ohne Genehmigung der Kulturministerin ein Mural gemacht hat. Hm, kriegst du kalte Füße? Ach, Quatsch. Marquesa kann mich mal. Aber wenn sie mich holen kommt, dann passt du auf meine Eier auf, okay? Okay, Bichos Graffiti. So, was wollte ich sagen bei den Zertifizierungen? Ja, da will dann die Firma plötzlich zum Beispiel auch noch, dass du deine Zertifizierung im Privaten machst. Ohne dass die dafür bezahlt. Das war immer ein Riesenakt bei mir, die Firma dazu zu bringen, mit mir eine Zertifizierung zu erlauben.
würde sagen, hier außen lang. Du hättest einfach Hacker werden sollen. Hacker. Hacker. Ach, whatever. Ich muss sagen, für Hacken... Ich muss aufpassen. Auf was? Auf die Vögel? Das Steuerelement muss ganz oben sein. Das wird das Signal verstärken. Alles klar, Bicho. Radio Libertad kann auf Sendung gehen. Nani, du hast versucht, aber Marquez zerstört meine Signale. Sie übertönt mich einfach mit dem Sackgesicht an Ton. Ach, scheiß 2G-Verbindung. Mach die Störsender. Haha, 2G. Bicho? Hallo? Ach, was ich erst sagen wollte, wegen Hacker. Naja, alle Hacker haben ja auch einen normalen IT-Job. Lo siento, ich nehme das mal. Fick dich doch! Und für Hacken musst du echt viel auch Foren abhängen und mit Leuten unterhalten. Proof, hast du eigentlich eine Switch oder eine andere Konsole? Ich habe eine Switch, ja. Weshalb ich gerade ein bisschen hin und her gerissen bin, ob ich mir das neue Pokémon kaufen sollte. Also das neue alte Pokémon. Ich liebe diesen Ort. Sind eigentlich alle IT-Leute dünn? Also ich war in meiner IT damals ein Ausnahmemitarbeiter erstmal. Dann kamen aber weitere dazu, die waren auch so dünn wie ich. Offizier. Biga, diese Stimme. Die Störer müssen weg. So, man sieht, ich bin heute ein bisschen sehr redegewandt. Viel gequasselt. Meine Freunde, ja. Gefährlich. Unser Vino ist ein modernes Wunder. Ein Medikament, das denen, die an die Erdbeeren Zeit verschafft. Aber unser Vino bringt nicht nur den Weg, sondern vor allem auch Yara selbst. Der Reichtum bringt das Mittel uns verschafft. Kämpfen alle gegen den Hund. Ob plötzlich ein bisschen viele Gegner kommen. Ich
Ich muss auf den Turm steigen. Munition für den Raketenwerfer. Irgendwo hier muss doch welche liegen. Da. Das einzige IT-Klischee, was stimmt, ist, dass kaum Frauen da sind. Frauen haben kein Interesse an dem Beruf. Ich habe dafür jahrelang Werbung gemacht. Bin in die Schule gegangen und alles und habe über IT geredet. Um vielleicht Frauen dazu zu animieren, so einen Beruf einzuschlagen. Alles vergessen. Also alles für schlechte Lebensmühe. In unserer IT-Klasse waren die einzigen beiden, also beziehungsweise es gab eine, sag ich mal, richtige Frau. Wo du sagen konntest, das ist eine Frau. Und der Rest waren alles wirklich schon Mannsweiber. Ups. Und übrigens, die eine Frau, die, sag ich mal, eine richtige Frau war. Obwohl, das ist auch falsch. Alles waren halt richtige Frauen, aber ihr wisst, was ich meine. Die hat sich vertan, also die dachte, in dem Beruf wäre ein bisschen mehr kaufmännischer Kram drin und so also weniger IT. Die ist später gewechselt und ist Bankkauffrau geworden. Weil es eine falsche Frau. Ich glaube, es kommt darauf an, was für ein IT-Unternehmen du bist. Aber kann ich nicht mal ein bisschen Ruhe haben, was hier passiert? Ach, da muss ich hin. Okay. Weil in der Spielindustrie werden ja schon vermehrt Frauen angeworben auch. Das kommt aber auch von Spiel zu Spiel, ist das unterschiedlich. Vor allem werden die Frauenquoten in IT-Unternehmen, also in der Spielebranche, häufig dadurch gefühlt, dass halt sowas wie Community-Managerinnen und so weiter halt mitwirken an Spielen. Aber halt so wirklich die Programmierer und alles sind überwiegend immer noch Männer. Es ist halt ein... Frauen sind im Designtechnischen tätig in der Spieleentwicklung. Männer sind dann trotzdem noch in diesen Programmier... Also in den stärkeren also technikorientierten Bereichen. Ich habe darüber mal eine nette Statistik gelesen. Dass wenn Frauen die Wahl haben, sie sich nicht für Physik oder für Mathematik oder sonst irgendwas interessieren, sondern lieber in soziale Berufe gehen. Yara! Willkommen bei Radio Libertad, ein neuer Sender der Libertadsrevolution von unseren Herzen in eure Ohren trägt. Hier gibt's kein wahre und falsche Yarana-Scheiß. Hier gibt es nichts als die Wahrheit und coole Beats. Apropos, hier ist ein Klassiker von Maximas Matanzas, um warm zu werden. Und ich bin auch kein Fan von, wie heißt es, auf dem Arbeitsplatz irgendwie seine Partnerin suchen, obwohl viele Leute anscheinend das für legitim halten. Ich war nur einmal in eine Person von der Arbeit verknallt. Aber die hat auch später nicht mehr gearbeitet bei uns. Und es war auf beiden Seiten so, dass wir
uns gut fanden. Aber die Person ist inzwischen leider relativ schwer krank. Pick nie da, wo du arbeitest. Generell nicht. Das habe ich schon in der Schulzeit so gemacht. Danny, hast du mich gehört? Ja? Habe ich mich gut angehört? Ja, oldschool, aber erste Sahne, Bicho. Das wird Talia gefallen. Paolo wird durchdrehen. Hast du es Clara schon erzählt? Nein, weil ich gerade mit dir rede. Genieß den Moment, Bicho. Ich habe die Macht! Scheiß auf Maria! Ich werde Castillo, unser Radio Libertad, in die Fresse donnern! Unsere Musik! Libertads Message! Die Meinungsfreiheit siegt! Viva Libertad! Scheiße, ja, Bicho! Viva Libertad! Lieber eine Chefin anstatt ein, als ein Chef. Die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Personalleitung, Chefin war früher bei uns die frühere Affäre des Chefs, die da den Job bekommen hat, weil sie natürlich bei ihrem eigentlichen Arbeitgeber nicht mehr arbeiten durfte, weil die mit einem Kunden was hatte, der mein Chef war. Die hat vorher bei Daimler gearbeitet gehabt. Coño, das ist echt gruselig. Brave Hund. Na, was haben wir denn da? Benötigt Verliesschlüssel, super. Okay. Was ist hier wirklich los? Okus Wasser fließt wie Strom von der Mitte Yaras nach Westen und schließlich nach Osten. Ach so. Von der Mitte nach Westen und dann nach Osten. Mitte, Westen und Osten. Das sehe ich mir mal genauer an. Was wohl in diesem Brunnen ist? O Täubchen mein, in deiner Schönheit blühte, musstest du gehen. In deinem Herzen will ich auf ewig sein, auf das im Himmel wir uns wiedersehen. Geheime Klaviertür? Was geht denn bitte hier ab? Es gibt gute Chefs, es gibt schlechte Chefinnen, es gibt schlechte Chefs, es gibt gute Chefinnen. So einfach ist das. Ich würde sagen, nicht, dass pro forma das eine das andere ausschließt. Warum lande ich immer an so absurden Orten? Deshalb bin ich kein Fan von Quote. Ach, Ratten. Ach, komm schon. Alfredo, pack meine Sachen morgen bei Sonnenaufgang. Wir verlassen dieses verfluchte Anwesen. Ich verkaufe die Sklaven zusammen mit dem Gebäude. Mit ihrer bösartigen Religion holen sie alle möglichen Geisterwesen in unser Zuhause. Die Teufel haben es verflucht und uns ebenso.
Uns erwartet die Hölle. Aus welchem anderen Grund sollte meine arme, süße Sophia einfach zusammenbrechen und in der Blüte ihrer Jugend vergehen? Sie war noch nicht einmal 79. Du bist mir stets ein pflichtbewusster Diener gewesen und ich vertraue darauf, dass du uns schnell und unauffällig von hier wegbringen wirst. Schließe die Fensterläden und versiegle den Brunnen. Morgen werden wir dem mysteriösen Fluch dieses vermaledeiten Ortes entkommen. Dein Herr Victor. Hallo, Freunde. Hoffentlich finde ich da unten Antworten. In dem Brunnen des Todes? Ja, natürlich, warum nicht? Hallo, Wikinger. Den Knopf hast du 20 Minuten gesucht, das tut mir sehr leid. Ich guck dir auch manchmal ziemlich dämlich. Mondmutter Öku, wir leiden. Weinst du um uns? Wir flehen dich an. Spül die Herren fort. Halt sie fest. Zieh sie hinab, hinab, hinab an deine Brust. Bring Frieden. Bin ich total Banane? Einfach nur rüberhüpfen? Wegen dem Kletterhaken. Wie auch immer, danke für Sieg. Ein Schrein. Volumen des Feuers, des Lebens und der Gerechtigkeit. Könnte ich gerade gut gebrauchen. Mächtiger Oku, friedliebender Oku, Oku vom Meer und von den Sternen. Schau auf dieses bescheidene Wesen, deinen ergebenden Diener und segne mich mit deinen Tränen. Danke, dass du mich für die Finsternis in dein Licht führst. Die Siedler erschaudern ob meiner Kniffe und Illusionen dort oben. Lass sie diesen Schrein hier niemals finden. Lass die Unwürdigen auf ewig Asche und Einsamkeit schmecken. Und lass dein süßes Wasser mich zu meinem letzten Frieden tragen. Wo ihr gerade mit Sportlern dran seid. Sportlerfrauen habe ich immer ganz gern gedatet. Also Handballerinnen und sowas, die haben alle, sind alle immer sehr cool drauf. Da wusste man auch, wenn das Date halt, ne, wenn man sich nicht so toll findet, dann sagt man, ja komm, dann machen wir einfach noch einen coolen Abend draus. Essen wir noch gut was und machen Party. Aber Sportler saufen mir zu viel.
Sie sind gut am Bechern. Und für jemanden, der gar nicht trinkt. Ist dann immer so eine Sache. Hast du nun alle drei Relikte? Das weiß ich nicht. Meine Nieren- und Leberwerte sind übrigens vollkommen okay. Da hat noch die letzte Kontrolle ergeben. Ich habe erst im... Ich glaube, im Mai habe ich erst eine Vorsorgeuntersuchung wieder gemacht. Clara, hier ist eine Zuckermühle voller Soldados. Ja, dort wird jetzt Tabak gemein. Ein wichtiger Schritt im Viviero-Prozess. Wir haben schon mal angegriffen, aber einer von uns wurde gefangen genommen. Ich versuche ihn zu finden. Was hast du für mich entdeckt? Kannst du mal aufhören, meinen Hund zu vergiften? Die Werte können auch ohne Alkohol mies sein, richtig. Aber trotzdem, bei mir ist alles okay. Ich bin ja ein bisschen Hypochondria, deshalb überprüfe ich, lasse ich das immer mal überprüfen. Und, was hast du? Ich habe noch eine weitere Flugabwehranlage aus dem Netzwerk der Armee gefunden. Ich habe sie dir auf der Karte markiert. Danke. Danke, sehr aufdringlich. Anscheinend war da kein Loot drin. Eigentlich gibt es eine gesundheitstechnische Ungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen bei Check-ups. Weil Frauen relativ früh, sag ich mal, regelmäßige Check-ups machen, während Männer, sag ich mal, erst ab 35 Check-ups machen dürfen oder teilweise ab 30.
und vor, dass halt einfach ignoriert wird, weil das Risiko halt nicht groß ist, dass irgendwas Bahnbrechendes bei dir passieren wird im Alter davor. Während bei Frauen es dann so ist, umso älter die Frau wird, umso weniger Check-ups werden ihr erlaubt, weil zum Beispiel die Fruchtbarkeit wegfällt. Ich werde es aber nicht mehr 100% auf die Kette kriegen, was da für ein Schindluder getrieben wird gerade. Ich hatte mal vor Ewigkeiten darüber was gelesen. Ich habe den nur angetitscht. Wenn du vor 4 Jahren beim Arzt warst, kannst du dich wieder check-upen lassen. Also ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber... Ich glaube, alle 3 Jahre kann man als Mann check-up machen. Und nicht vergessen, die gute alte Prostata-Untersuchung. Hat beim früheren Geschichts... Nee, stimmt gar nicht. Gesellschaft und Deutschlehre das Leben gerettet. Ab 35 bekommt man alle 3 Jahre ein Check-up bezahlt von der gesetzlichen. Das kommt aber auf die Kasse drauf an, wann das Einstiegsalter ist für die Check-ups. Also 35 ist das, was, glaube ich, vom Gesetzgeber sogar inzwischen vorgesehen wird halt. Ein anderes Schindluder finde ich zum Beispiel, du musst für eine Hautkrebsvorsorge, musst du selbst bezahlen. Wenn du aber zum Hautarzt gehst und sagst, ah, ich habe da so ein Muttermal, sieht ein bisschen komisch aus und lässt das untersuchen, musst du das nicht selbst bezahlen. Das ist zum Beispiel bei mir. Ich habe ja 8000 Muttermale. Einfach bedingt ist halt bei uns in der Familie so. Und dann geht man schon mal zur Vorsorge beim Hautarzt. Kostet aber Privatanteil 50 Euro. Igitt. Muttermale haben es übrigens Garant dafür, jung auszusehen, langfristig. Weil die Zellen der Haut sich bei dem Menschen mehr teilen, als bei anderen Menschen, die keine Muttermale haben. Ist ein Indikator dafür. Ich habe ja eine Kollegin, die mit 23, ich glaube es war 23, wurde bei ihr Hautkrebs diagnostiziert und zwar schon ziemlich fortgeschritten. War also fast tot. Und sie fällt halt eigentlich total aus dem Raster. Also in dem Alter kommt keiner zu dir und sagt, ja, lass das mal untersuchen, das könnte Hautkrebs sein. Yeah.